Licht im Garten. Es setzt Akzente, schafft Atmosphäre und gibt uns ein heimeliges Gefühl. Leider aber nur uns. Unsere Mitbewohner leiden. In ihrer Welt gibt es kaum noch Dunkelheit. Dabei sind sie genau daran angepasst. Besonders Insekten haben es schwer. Erstaunlich viele sind nachtaktiv und bestäuben dann unsere Gartenblumen. Bei Sternenlicht können sie hervorragend sehen. Dieser Ligusterschwärmer nimmt selbst das schwächste Lichtsignal wahr. Unsere Gartenleuchten überfordern seine großen Komplexaugen. In Jena hat der Biologe Gunnar Brehm die Wirkung von verschiedenfarbigem Licht auf Insekten untersucht. Bislang nur im Labor. Jetzt will er im Freiland testen. Welches Licht lockt die Insekten am stärksten? Rot, grün oder blau? Für Insekten sind besonders attraktiv kurze Wellenlängen. Das heißt, UV ist super attraktiv. Das ist aber jetzt bei handelsüblichen Lampen normalerweise nicht das Problem. Aber eben auch blau. Blaues Licht ist ein Problem. Und es gibt eben weißes Licht, was sehr kalt wirkt. Und dieses weiße Licht enthält einen sehr hohen Blauanteil. Und das ist wahrscheinlich für Insekten besonders attraktiv und deswegen auch problematisch. Eine solche Gartenbeleuchtung bringt viele Insekten durcheinander. Die Kugelleuchten sind kaltblau, strahlen weit in den Himmel und locken die Tiere aus der Bahn. So können sie nicht das tun, was sie jetzt eigentlich tun müssten. Insekten fliegen herum, suchen Partner, legen Eier, bestäuben Pflanzen. All das fällt dann aus, weil sie ja ums Licht schwirren und dann lange Zeit ausgefallen sind ökologisch. Vielleicht dann auch zu Tode kommen, weil sie einfach zu lange rumflattern und dann nicht Nahrung aufnehmen. Deswegen ist es für Insekten schlecht, von Licht angelockt zu werden. Auch Solarleuchten, die ganze Nacht brennen, stören das Tierleben im Garten. Zeitschaltuhren können hier Abhilfe schaffen. Das beste Licht im Garten ist eigentlich gar kein Licht zu haben. Je weniger Licht, desto besser. Wenn man das Licht nicht braucht, sollte man es abschalten. Das ist grundsätzlich das Beste. Und wenn man überhaupt Licht benutzt, dann sollte man es gerne gegen den Boden richten und nicht in die Landschaft richten, damit nicht Insekten unnötig angelockt werden. Zurück beim Freilandversuch. Mit Studenten wertet Gunnar Brehm die Ergebnisse aus. Die Insekten haben gut mitgemacht. Ja, wir haben jetzt diesen ersten Freilandversuch gemacht und sind eigentlich ganz zufrieden damit. Das sind die Ergebnisse so wie erwartet. Wir haben die Lampen rot, grün und blau aufgestellt und tatsächlich gefunden, dass von blau wirklich mit Abstand die meisten Insekten angelockt werden. Bei rot auch einige wenige, vor allen Dingen Leuchtkäfer, und bei grün so etwas dazwischen. Also das entspricht dem, was wir erwartet haben und bestätigt auch die Ergebnisse aus den Experimenten vorher. Licht im Garten ist wunderschön, aber wir sollten es mit Bedacht einsetzen, um unseren Mitbewohnern nicht die Dunkelheit zu rauben.